Öffentliches, kostenloses Schnellladen. Das klingt schon fast zu gut, um wahr zu sein, aber es ist Realität bei Aldi Süd. Ich zeige euch heute, wie ihr die Stationen finden könnt und wie das Ladeerlebnis ist. Also bleibt dran! Aber zuallererst geht's los mit unseren Abonnenten der Woche. Vielen Dank, Rico, Markus, Rolf, Herbert, Rainer und Brulle, für deine Unterstützung. Bist du noch kein Abonnent von diesem Kanal? Klick auf den Abo-Button und unterstütze uns. Vielleicht bist du im nächsten Video dabei. Also ab zu Aldi Süd. Aldi Nord hat keine nennenswerten Ladestationen, deshalb hier nur Aldi Süd Ladestationen. Aldi Süd bietet viele unterschiedliche Ladelösungen für ihre Kunden, vom klassischen 11 kW-Lader bis hin zu einer Schnellladestation mit jeweils 75 kW. Aber nicht überall, man muss sie erstmal finden. Keine Sorge, du musst nicht überall zu jeder Aldi-Station fahren, um rauszufinden, wo eine Ladestation ist. Hier muss man sich einen kleinen Trick bedienen, weil Aldi keine Lade-App hat. Also schauen wir uns das zusammen mal an. Der Startpunkt ist hierbei die Aldi-Homepage. Die kann man mit dem PC oder mit dem Handy aufrufen und geht dann ganz oben auf Filialen. Hier sieht man dann relativ schnell, welche Filialen in der Nähe verfügbar sind. Einfach eigene Stadt eingeben und auf Suchen klicken. Jetzt seht ihr hier alle Filialen aufgezeigt und ihr seht auch jetzt schon im Augenwinkel, links kann man Ladestation auswählen. Hier einfach auf Ladestation klicken und auf einmal werden nur die Filialen angezeigt, wo auch eine Ladestation vorhanden ist. Leider kann man jetzt hier nicht sehen, was für eine Ladestation vorhanden ist. Also ob 11 kW, 50 oder 75 kW Ladungen dort möglich sind. Das musst du dann selbst rausfinden und dort vorbeifahren. Aber es gibt dir eine sehr gute Orientierung, wo du das nächste Mal einkaufen gehen solltest. Auch Reisen kann man damit planen. Das heißt, wenn du eine Stadt besuchst und dort einen Aldi suchst, wo du auch etwas aufladen kannst und einkaufen kannst, kannst du direkt diese Stadt dort eingeben und rausfinden, wo Ladestationen vorhanden sind. Also, jetzt weißt du, wie man die Filialen findet und jetzt testen wir das zusammen aus. Bevor wir anfangen, einige wichtige Hinweise. Alle Aldi Süd Ladestationen sind nur für Kunden. Das heißt, wenn du dorthin fährst, kauf bitte auch ein. Nutz das nicht aus und unterstütz hier Aldi Süd, die uns wirklich eine richtig coole Ladeinfrastruktur geben und das alles kostenlos. Zusätzlich sind alle Ladevorgänge auf 60 Minuten begrenzt. Das heißt, ob du mit 11 kW lädst oder mit 75 kW, nach 60 Minuten ist Schluss. Also, los geht's! Wir arbeiten uns hoch von klein zu groß. Als erstes fahren wir zusammen eine 11 kW-Ladestation an. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, die sind fast immer frei. 11 kW ist auch nicht so die nennenswerte Ladeleistung während des kurzen Einkaufs. Aber trotzdem, Auto anstecken und einige kW kostenlos zu laden, ist immer gut. Hier funktioniert es analog wie bei der Wallbox zu Hause: einfach Typ-2-Ladekabel mitbringen und anstecken. Es gibt pro Ladestation immer zwei Steckplätze. Ich habe schon mehrfach geladen, wo beide Plätze besetzt waren und ich habe trotzdem die 11 kW erhalten. Also sehr gutes Ladeerlebnis, absolut unkompliziert. Also ab zur nächsten Aldi-Ladestation. Jetzt kommen wir zur mittleren Ladestation. Hier gibt es drei verschiedene Ladeanschlüsse. Einen CCS mit 50 kW, einen CHAdeMO mit 50 kW und einen Typ 2 mit 22 kW. Beide Schnelllader, also CCS und CHAdeMO, können nicht gleichzeitig laden. Das ist wichtig zu verstehen, dass wenn man hingeht und der CHAdeMO ist besetzt, kann man mit dem CCS leider nichts anfangen. Dementsprechend ist die Station auch nur für ein Fahrzeug ausgelegt. Auf dem Boden ist auch nur ein Parkplatz markiert. Somit ist die Chance, dass ihr hier einen Platz kriegt, relativ gering. Die zweimal, wo ich da war, war der Platz beides Mal belegt. Ich habe mir trotzdem von außen die Ladestation angeschaut und konnte feststellen, dass die Ladeleistung beim CCS genauso wie angegeben zwischen 40 und 50 kW wiedergibt. Somit für die Person,
die das Glück hat und diese Ladestation bekommt, ein sehr gutes Ladeerlebnis. So, jetzt kommen wir zum Endgegner, zur Schnellladestation. Hier gibt es zwei Anschlüsse für CCS mit jeweils 75 kW und einen Anschluss für einen Typ 2 Stecker im AC-Modus bis 22 kW. Somit können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig laden. Es sind jedoch nur zwei spezifische Parkplätze ausgewiesen. Hier Hut ab an Aldi Süd für diese Hypercharger. Die Leistung ist sehr, sehr gut. Ich hatte permanent über 50 kW Ladeleistung und ich musste sogar meinen Einkauf unterbrechen, weil ich schon über 93% war und dann jemand anderes an die Reihe lassen wollte. Dementsprechend wirklich sehr unkompliziertes Laden, genauso wie beschrieben. Einfach anstecken, loslegen und es funktioniert alles 1A. Hier werde ich definitiv öfters einkaufen gehen. So, jetzt haben wir alle drei Möglichkeiten von all die Ladestationen zusammen erlebt. Was sagst du dazu? Gibt es bei dir in der Nähe eine Ladestation? Nutzt du die permanent? Wie sieht es mit der Belegung aus? Kriegst du dort einen Platz zum Laden? Bei mir war es so, es war wirklich viel weniger los, als ich eigentlich gedacht hätte. Dementsprechend bin ich sehr positiv überrascht. Und wie immer, schau bei unserem Kanal vorbei. Hier gibt es unglaublich viele tolle Sachen. Beispielsweise, wie du über 250 Euro mit deinem Auto verdienen kannst. Und wie du einfach für 19 Cent die Kilowattstunde laden kannst. Schau vorbei. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald.